Hi, Sönke hier. Wer kann Kanzler? Wer kann Kanzlerin? Welche Koalition ist am wahrscheinlichsten? Die Bundestagswahl 21 steht ganz kurz vor der Tür. Welche Wahlversprechen sind nur heiße Luft? Welche werden umgesetzt? Aber 16 Jahre Angela Merkel sind vorbei. Das heißt auch, diese Wahl ist anders als alle anderen. Die großen Parteien verlieren immer mehr an Zuspruch. Das sagt Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier. So wählt Deutschland die aktuellsten Trends und der Kanzlercheck jetzt bei mir in J-Stories. Vielen Dank, dass du die Zeit hast heute. Ich glaube, du bist ja richtig im Stress, kurz vor der Bundestagswahl. Aber erst eine persönliche Frage. Briefwahl oder Kreuzchen am Sonntag? Wie sieht es bei dir aus? Ich habe bereits meine Wahlunterlagen abgeschickt und das Wahllokal in Berlin-Charlottenburg hat hoffentlich sogar schon meine Unterlagen erhalten. Okay, das heißt, du, du vertraust der Digitalisierung in Deutschland oder der Bürokratie und gleichzeitig bist du kein Wechselwähler, du hast eine, eine vorgefertigte Meinung oder du weißt, was du willst in Sachen Politik. Oh, ich wechsle durchaus schon gelegentlich meine Wahlpräferenz und ähm, habe diesmal auch eine andere getroffen als bei der letzten Bundestagswahl, aber frag mich jetzt nicht welche, denn das fällt unter das Wahlgeheimnis. Ähm, Politikwissenschaftler, Politologe, ist das dasselbe? Was machst du genau? Stell dir mal ganz kurz vor in der Tat ist ein Politikwissenschaftler jemand der in der Regel an einer Hochschule oder Universität forscht und lehrt ein Politologe ist jemand der den Abschluss Politikwissenschaft erworben hat und ich selbst habe halt in den Fach habilitiert und promoviert bin ich dort auch worden und daher unterrichte ich hier an der Universität Trier und forsche auch im Bereich Parteienforschung in erster Linie. Du hast andere politische Wahlen schon erlebt. Ganz aktuell das Thema Triell oder Vierkampf auch, gibt es ja auch noch. Wir kennen auch die Elefantenrunden von, von früher. Wo ist der Unterschied? Naja, das Ganze ist vielmehr inszeniert heute. Wir sehen also, dass Inszenierungskunst eine wichtige Rolle spielt. Die einzelnen Politikerinnen sind viel besser vorbereitet. Sie wissen, dass ein großes Medienpublikum von ihnen auch eine gewisse Show erwartet, dass es nicht nur darum geht, vor laufender Kamera zu diskutieren, sich um Inhalte auseinanderzusetzen, sondern dass die Performance auch wichtig ist. Und dass die Aufmerksamkeit einfach viel mehr jetzt auch auf den Kandidaten liegt. Das ist alles verändert im Vergleich zum, zum Zeitraum etwa der 70er und 80er Jahre, als all diese Inszenierungen das große Drumherum. Die große Show drumherum es noch nicht gegeben hat und wir konnten es ja insbesondere bei dem RTL-Triell sehen, wo dann ja anschließend fast noch eine äh, Comedy-Show anschließend folgte, ähm, also zum Teil jedenfalls, äh, wie sehr Show-Formate auch mittlerweile äh, dieses äh, Triell geprägt hatten. Vermisst du das so von früher, dass ein bisschen mehr Emotion, ein bisschen mehr Spontanität, weniger Format in der Sache ist? Ja, ich habe das, das war sicherlich... Äh, authentischer vor in den 70er und 80er Jahren da haben Helmut Kohl und Helmut Schmidt eben sich noch so als Person vor die Kameras gestellt, wie sie sind, da spielten Coaches noch keine Rolle, da spielten Trainingseinheiten noch keine Rolle, da war das alles noch nicht so formatiert und inszeniert. Ja, mir hat das authentische gut gefallen. Das heutige ist auch nicht uninteressant, weil man eben bestimmte strategische Aspekte sieht, die die Kandidatinnen und die Parteien bevorzugen. Lass uns mal kurz auf das, das vergangene Triell zu sprechen kommen. Hast du als Politikwissenschaftler dennoch neue Erkenntnisse gewinnen können? Ich meine, es gab ja schon ein paar kleine Prozentpunkte, wo Laschet noch mal zugelegt hat. Anscheinend ist der Vorsprung zwischen Laschet und Scholz ein bisschen geschmolzen. Wie würdest du das beurteilen? Ja, diese Trielle waren jetzt für mich relativ überraschungsfrei. Ich habe noch ein bisschen gelernt, vielleicht, wie der eine oder andere Kommunikationsstrategien umsetzt. Wir erleben überhaupt in diesem Wahlkampf eine relativ starke Kandidatenzentrierung, und weil wir kein richtiges polarisiertes Thema sehen, also wir erleben kaum ein gesellschaftlich polarisiertes Thema. Wir können zwar sagen Klimawandel, Klimaschutz. Aber ähm, das betrifft dann viele, die sicherlich dafür eintreten. Mittlerweile ist das Ziel auch Konsens, dass wir alle etwas dafür tun müssen. Nur die Maßnahmen und die Geschwindigkeit äh, ist da unterschiedlich. Insofern wurde sehr viel Wert auf Kandidaten gelegt und anderes ist vielleicht mehr in den Hintergrund getreten bei dieser Wahl. Und da mögen diese Trielle mit eine Rolle gespielt haben äh, oder auch eben die Vierkämpfe, dass wir so stark auf Personen geschaut haben in diesem Wahlkampf. Mhm. Du hast es angesprochen. Es gibt ja wirklich viele Themen, die die Gesellschaft so die letzten Monate sogar Jahre ja beschäftigen. Und letztendlich waren die Inhalte, ich spreche mal wieder vom Triell, wirklich sehr minimalistisch. Ja, die Thema Klima hast du angesprochen. Mindestlohn war noch so ein Thema. Außenpolitik ab und zu. Corona kam kaum vor, fand ich zumindest thematisch. Ähm das sind ja auch die Kernaussagen der, der Parteien. Also SPD war immer das Thema Mindestlohn, bei, bei den Grünen klar, vorzeitiger Ausstieg aus der Kohle. Bei der CDU habe ich es ein bisschen vermisst, dass die sich wirklich auf ein Thema haben festgelegt, auf ihre Kernbotschaft in dieser Wahl. Wir haben es versucht, an zwei Stellen dann äh, etwa alles, was wirtschaftliche Solidität, finanzpolitische Solidität. Äh, ist. Also sie haben sich dann gegen Steuererhöhungen doch mehr oder weniger versucht auszusprechen. Jedenfalls haben sie deutlich gemacht, dass deutliche Steuererhöhungen im Raum stünden, wenn SPD und Grüne in der Regierungsverantwortung stünden. Sie haben sich auch abgegrenzt, was Schuldenbremse und finanzpolitische Solidität betrifft und ein bisschen innere Sicherheit, wobei eben tatsächlich hätte man sagen können, hier hätte die Union noch mehr punkten können, wenn sie das Thema innere Sicherheit stärker in den Vordergrund gestellt hätte. Denn das ist sicherlich etwas, was Ihre Wählerschaft auch interessiert. Im vergangenen, im letzten Triell ging es ja dann auch schon um die ersten Koalitionsaussagen, Tendenzen. Was glaubst du, wie wichtig ist das einem Wähler, wenn er seine Stimme abgibt? Sicherlich interessiert ihn das auch. Es gibt zwar nicht sehr viele Wähler, die taktisch wählen, aber es gibt auch Wähler, die taktisch wählen, die also schon mit ihrer Stimmabgabe eine bestimmte Koalitionsformation oder den Ausschluss einer Koalitionsformation mit berücksichtigen. Aber sicherlich interessiert die Diskussion auch die Wählerschaft, was wird am Ende als mögliche Regierungsbildung, was können wir erwarten, welche Koalitionskonstellationen sind aus Sicht der Parteien sinnvoll oder welche würden sie eingehen, welche weniger. Wir haben ja in der Vergangenheit immer klare Koalitionsaussagen gehabt. Das war eine schöne, einfache Welt, als noch drei Parteien da waren, als die FDP dann immer vorher gesagt hatte, mit wem sie koalieren würde. Mal war es die SPD, mal war es mehr die CDU. CSU, dann hatten wir eben die schöne Zeit, als wir Lagerwahlkämpfe hatten, SPD und Grüne auf der einen und CDU, CSU, FDP auf der anderen Seite. Jetzt ist alles viel undurchsichtiger. Es ist komplexer geworden, wir haben mehr Wettbewerber, es ist schwieriger geworden und deswegen ist auch insgesamt die Situation etwas weniger vorhersehbar, weniger vorausschaubar, nicht nur was das Wahlergebnis betrifft, sondern auch was mögliche Koalitionskonstellationen betrifft. Denn außer, dass die AfD von allen ausgeschlossen wird und dass die Linke von FDP und CDU, CSU ausgeschlossen wird. Alles andere wird in den Raum der Möglichkeiten gestellt. Du kennst wahrscheinlich jedes Wahlprogramm relativ dezidiert, behaupte ich mal. Die Kernbotschaften hatten wir eben schon, schon genannt. Was denkst du, was ist nicht verhandelbar? Von welcher Position würden die Parteien nicht abrücken? Lass es mich sagen. Es gibt nur wenige Jungtims. Olaf Scholz hat ein Jungtim für die SPD formuliert. Nämlich das Jungtim heißt Rente übrigens. Die FDP hat auch ein klares Jungtim für Koalitionen, nämlich keine Steuererhöhung und kein, kein Aufweichen der Schuldenbremse. Und die Grünen haben etwas vager formuliert, dass auf jeden Fall viel mehr Klimaschutz im nächsten Koalitionsvertrag stehen muss. Sie haben es dann nicht mehr genauer spezifiziert, was das im Einzelnen heißt, aber das sind die drei Jungtims, die die jeweiligen Koalitionsparteien, und das sind ja die drei wichtigsten Koalitionsparteien, jeweils formuliert haben. Erfahrung, wenn man Wahlprogramme prozentual einschätzen würde, wie viele Inhalte lassen sich aus einem Wahlprogramm letztendlich umsetzen, wenn man in der Regierungsverantwortung dann ist? Oder wie viel fällt über Bord? Ja, erstmal wissen wir aus der Forschung, dass die Parteien besser sind als ihr Ruf, dass also Wahlprogramme tatsächlich relativ gut, Wahlversprechen relativ gut eingehalten werden. Natürlich muss man das immer dann in den Kontext von Koalitionen stellen und dann ist es klar, dass dann Kompromisse gemacht werden müssen. Aber wie gesagt, die Parteien haben auch aus der Vergangenheit gelernt. Gerade in jüngster Zeit sehen wir, dass eigentlich deutlich mehr Wahlversprechen eingehalten werden. Wir haben so eine Quote, die so zwischen 60 und 70 Prozent liegt. Und wenn du das noch in den Kontext von Koalitionsverhandlungen stellst, dann ist das schon ein ganz guter Wert. Das überrascht mich jetzt persönlich an dieser Stelle. Ähm, Lass uns mal auf die Kandidaten zu sprechen kommen. Ähm, findest du, ich meine, Frau Baerbock hatte ja nach, der, nach den Triels oder nach den, nach den Interviews auch mal ganz gute Umfragewerte. Also in der Sache stand sie gut da, äh, spiegelte sich aber nicht unbedingt in den Werten dann wieder, was, was die Partei betrifft. Findest du, es gibt einen Frauenbonus in diesem Fall, dass sie wirklich als Frau dann benachteiligt ist? Das scheint mir nicht der zentrale Faktor zu sein. Warum hat Frau Baerbock verloren, warum haben die Grünen verloren in der letzten Zeit in der Zustimmung bei der Wählerschaft? Frau Baerbock selbst trägt eine Mitverantwortung. Da waren ein paar Unprofessionalitäten, ein paar Ungeschicklichkeiten, die ihr nach ihrer Benennung zur Kanzlerkandidatin unterlaufen sind. Und wir sehen auch insgesamt, dass die Gruppe der über 50-Jährigen Frau Baerbock kritisch gegenübersteht, was aber weniger mit ihrem Geschlecht zusammenhängt, sondern mehr mit ihrem noch jungen Alter und ihrer geringen politischen Erfahrung, wobei das. Die letzten beiden Aspekte natürlich miteinander zusammenhängen. Aber die über 50-Jährigen trauen dieser jungen Frau, die noch keinerlei Exekutiverfahrung hat, nicht so richtig das Amt zu. Und die fühlten sich dann durch manche Unprofessionalitäten, die Frau Baerbock zu Beginn des Wahlkampfs unterlaufen sind, bestätigt, dass Frau Baerbock noch nicht das Zeug hat für das Amt, in den Augen jedenfalls vieler über 50-jähriger Wähler. Und diese Faktoren scheinen für mich mehr Gewicht zu haben äh, als das Geschlecht. Mhm. Ähm, lass uns mal auf das Zusammenspiel Medien und Politik kommen. Ich meine, alle drei Kandidaten haben ja einen Malus aus der Vergangenheit, äh, einige Lebensläufe gefälscht, Ghostwriter, ähm, Lachanfall in der, bei der Flutkatastrophe, äh, Wirecard und so weiter und so fort. Also betrifft ja eigentlich jeden. Wurde aber... In den Gesprächsrunden auch wenig thematisiert. Ähm, war das so ein Ehrenkodex auch zwischen den Medien, auch im Vorfeld? Ähm, der Einzige, der so ein bisschen am Pranger stand, fand ich, war ja Scholz. Äh, aber alle anderen beiden kamen ja ganz gut dabei weg. Wurde nirgends thematisiert. Wie sehen die Wähler das? Häng, bleibt das hängen? Äh, wie sehen die Medien das? Wird das irgendwann wieder aufgearbeitet oder ist es im Augenblick einfach so ein No-Go? Da, da berichten wir im Augenblick gar nicht drüber. Naja, ich finde, es sind also bei Frau Baerbock und Herrn Laschet Kleinigkeiten und bei Herrn Scholz ist es ja nie, dass man irgendwie eine persönliche, ähm, ein persönliches Fehlverhalten, seinerseits jedenfalls ein gravierendes persönliches Fehlverhalten. Vielleicht waren die Aufsichtsbehörden und er ist dann der politisch Verantwortliche für diese Aufsichtsbehörden. Etwas nachlässig oder sogar ziemlich nachlässig im Fall von Wirecard. Aber es ist ihm halt, oder Scholz ist halt kein persönliches, unmittelbares persönliches Versäumnis nachzuweisen. Und deswegen kam Scholz ganz gut dabei weg. Zumal diese Vorfälle um Wirecard und cum -Ex und jetzt auch mit der Durchsuchung der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Finanzministerium sehr komplex sind. Wenn mir also es gibt die allerwenigsten, die das bisher verstanden haben, worum es da geht. Zum Beispiel Cumex, da ging es um Steuerbefreiungen der Warburg Bank zum Beispiel in Hamburg. Da kennt schon kaum jemand die Warburg Bank und von daher ist es dann schwierig, da überhaupt ja man kann sagen durch das dickicht, dickicht durchzukommen. Und insgesamt finde ich bei den anderen beiden sind es ja eher Kleinigkeiten gewesen bei Baerbock. Und Laschet, und Laschet hat sich ja auch sofort für diesen Fauxpas bei der Flutkatastrophe entschuldigt und sieht ja selbst, dass das unangemessen ist. Und von daher finde ich, hätte man das insgesamt auch wenig in den Vordergrund stellen müssen und sollen. Denn es geht doch primär um politische Zukunftskonzepte und es geht natürlich auch um Glaubwürdigkeit und um Problemlösungsfähigkeit von Kandidaten. Aber das sollte man dann mehr als solche. Kleinigkeiten in den Vordergrund stellen. Natürlich äh, hat, äh, hat, haben die anderen Parteien versucht, bei Scholz Honig draus zu saugen, aber wie gesagt, es ist an Scholz relativ gut vorbeigegangen. Und was die Kandidatenfrage betrifft, da haben die Wähler auch schon ihre Entscheidung getroffen nämlich zugunsten von olaf scholz das ist klar das wird sich auch bis zum wahltag nicht mehr ändern aber es gibt eben auch andere aspekte wie eben das parteiimage oder die themen die eine wahl entscheiden könnten oder die themenpräferenz der wählerschaft und da ist eben noch einiges im fluss was den verlauf bis zum wahlsonntag betrifft Lass uns mal auf die FDP kurz zu sprechen kommen. Ähm, Herr Lindner hat sich nicht ganz klar positioniert, schon abgegrenzt, meiner Meinung nach zumindest, du wirst mich wahrscheinlich gleich eines Besseren belehren, äh, ein bisschen klare Kante der CDU gegenüber, wahrscheinlich um die Abwanderung eigener Wähler auch zu verhindern, in Sachen Regierungsverantwortung. Das letzte Mal hat er gekniffen. Wie schätzt du sie die, die FDP in diesem Jahr ein? Ist es wieder so Königsmacher-Mentalität, Zünglein an der Waage oder wie ist deine Einschätzung dazu? Die FDP ist bereit zu regieren. Sie wird auch diesmal die Verhandlungen und die Sondierungsgespräche und mögliche Koalitionsverhandlungen bis zum Ende führen. Dessen bin ich fest überzeugt. Aber die FDP hat ein Trauma. Das müssen wir erstmal nochmal in Rechnung stellen. Das Trauma der FDP war die Regierungszeit von 2009 bis 2013. Sie hat die Koalitionsverhandlungen sehr oberflächlich geführt. Sie konnte im Koalitionsvertrag wenig von ihren eigenen Inhalten durchsetzen. Und das führte am Ende dazu, dass dann eben die CDU unter der Führung von Frau Merkel und die CSU mit, also die Union, die FDP an die Wand gedrückt haben und sie die Parlamentszugehörigkeit verloren hat. Und diese parlamentarische Existenz will die FDP nie wieder riskieren. Deswegen hat übrigens auch Lindner 2017 so agiert, wie er agiert hat. Vielleicht etwas zu emotional, aber es gab kein Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Frau Merkel. Und unter, dem, unter dieser Voraussetzung, dass die FDP es nicht nochmal riskieren kann dass sie sich überhaupt nicht wiederfindet in den politischen Inhalten wie zwischen 2009 und 2013 und er sah diese Gefahr als groß an, hat er dann die Sondierungsgespräche abgebrochen. Deswegen übrigens stellt auch die FDP klare ähm, Voraussetzungen für den Eintritt in eine Koalition, nämlich sie sagt keine Steuererhöhungen und sie sagt kein Aufweichen der Schuldenbremse. Das werden die Bedingungen überhaupt, damit die FDP in Koalitionsgespräche einsteigt. Und das muss man auch der FDP zubilligen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die FDP eben diesmal auch und auch Christian Lindner persönlich die Erfahrungen von 2017 verarbeitet haben und dieses Mal bis zum Ende die Verhandlungen führen werden wollen. Nur wenn am Ende zu wenig FDP dabei rauskommt, dann wird man eben klarmachen, dass das nicht reicht für die FDP. Wird aber dann versuchen, den schwarzen Peter er den anderen äh, zuzuspielen, äh, dass die dann verantwortlich sind für ein mögliches Scheitern. Aber die FDP ist dieses Mal, äh, sie ist kompromissbereiter und äh, sie will nur, dass ihre zentralen Inhalte sich in einer Regierung wiederfinden. Ist wahrscheinlich schlauer in diesem Jahr. Okay, klingt interessant. Lass uns auf die AfD zu sprechen kommen, von der hört man im Augenblick so gut wie gar nichts. Ähm, liegt das daran, dass sie erstmal eigene personalpolitische Entscheidungen ähm, klarstellen? Höcke ist relativ jetzt ne, allein ein starker Rechtsruck, ähm, sehr, 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 sehr präsent nun innerhalb dieser Partei. Äh, heißt das erst auch nur Mann für die Landesebene oder ist er für Bundestagswahl überhaupt kein Thema? Oder sind es einfach die personalpolitischen Entscheidungen innerhalb der AfD, die, die im Augenblick dazu führen, dass man von der Partei eigentlich gar nichts wahrnimmt? Bei der AfD sehen wir zwei Dinge. Zum einen. Sie ist sehr stark mit innerparteilichen Konflikten und damit mit sich selbst beschäftigt. Die beiden Flügel der etwas moderatere um den Parteisprecher oder Parteivorsitzenden Meuten und der andere, der mittlerweile wohl der gewichtigere in der Partei ist, zu dem auch Frau Weidel und Herr Krupalla, die beiden Spitzenkandidaten für diese Wahl zählen stehen sich relativ unversöhnlich gegenüber und äh, es gab ja selbst bei der Frage wer soll Spitzenkandidatin bzw. Spitzenkandidat für diese Wahl werden eben eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Gruppierungen am Ende hat sich eben der äh, die Position äh, oder der der Teil der Partei um Krupala und Weidel durchgesetzt. Das zweite ist die AFD hatte halt 2017 das polarisierende Thema des Wahlkampfs für sich in Anspruch nehmen können, nämlich Migration, Zuwanderung, Asyl, das äh, interessiert nach wie vor ihre Wählerschaft sehr, aber außerhalb ihrer Wählerschaft dringt das Thema kaum noch durch und spielt in der öffentlichen Diskussion keine Rolle. Und das Dritte ist eben, wir diskutieren ausführlich darüber, wer die nächste Regierung bildet, weil es eben so offen ist wie schon lange nicht mehr und die AfD ist nicht Teil dieser Diskussion, weil alle eine Zusammenarbeit mit ihr ablehnen. Und dann hast du schon genug Gründe, warum die AfD im Moment keine große Rolle spielt. Mhm. Dann lass uns noch mal ein paar Prozentpunkte runtergehen. Ähm, jede Bundestagswahl ist ja auch wieder Quelle neuer Parteien, kleinerer Parteien. In diesem Jahr ist es Team Totenhöfer, es ist die Basis, äh, vielleicht noch ein paar andere dazu. Wäre sonstige eine Partei, eine eigene Partei, dann denke ich, wären die fünf vielleicht machbar. Aber was glaubst du, gerade bei diesen neuen Parteien, die auch entstanden sind aufgrund verschiedener Unstimmigkeiten in der Gesellschaft, Unzufriedenheiten, wie nachhaltig kann da was entstehen? Nehmen wir mal die Basis, wie schätzt du das ein? Ja, wir müssen insgesamt sagen, ich würde da jetzt äh, kaum eine Partei herausgreifen wollen, weil ja fast, weil ja 50 etwa 50 Parteien antreten. Das sind so viele Klein- und Kleinstparteien, die versuchen, um Wähler zu buhlen und äh, auf sich aufmerksam zu machen. Und für die gibt es übrigens ein großes Ziel. Das ist die 0,5-Prozent-Hürde, weil wenn sie die erreichen, sie an der staatlichen Parteienfinanzierung teilnehmen und sie damit Ressourcen gewinnen können, um sich weiter zu konsolidieren und weiter aufbauen zu können. Und alle diese kleinen Parteien werden genau das erreichen. Ganz sicher wird es sicherlich äh, werden es die Freien Wähler wohl schaffen, diese 0,5. Die liegen momentan sogar bei um die 3 Prozent in den Meinungsumfragen. Äh, dann sehen wir die Partei, die auch immer stark ist, äh, die äh, eben auch äh, sicher die 0,5 wieder meistern wird, wie in der Vergangenheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Sicher kann man es nicht sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Wir sehen andere Parteien, äh, die auch ähm, ein, wir sehen ein buntes Feld von, von ganz rechts außen, wie Dritte Liga, äh, nee, Dritter Weg heißt es ja, ähm, ja. bis hin... Eben zu Klimaliste, die ja auch eben sagen, dass die Grünen nicht mehr nicht mehr radikal genug klimaschutzpolitische Aspekte in den Vordergrund stellt. Also, das ist ein sehr breites Spektrum. Wir haben Kleinstparteien wie die Gartenpartei. Also, was sind die Gründe, warum eben so viele Parteien? Wir haben ja so viele Parteien wie noch nie, die zu dieser Bundestagswahl antreten. Die Gesellschaft wird einfach heterogener, diverser, unterschiedlicher, fragmentierter. Wir sehen immer mehr kleinere Lebensstilgruppen. Der Pluralismus ist eindeutig gewachsen in der Gesellschaft. Bis hin ja Reckwitz, der berühmte oder bekannte Soziologe aus Berlin, spricht von der Gesellschaft der Singularitäten. Und das Zweite ist natürlich, das sprichst du an, dass es den größeren Parteien immer schwerer fällt, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zu integrieren. Und da fühlen sich eben manche nicht mehr repräsentiert bei diesen größeren Parteien und drücken ihre Unzufriedenheit dann eben auch mit einer Parteienneugründung aus. Was glaubst du, ist die wahrscheinlichste Koalition, die uns erwarten wird? Das ist schwer zu prognostizieren, weil wir noch das Endergebnis gar nicht so genau wissen. Wenn du mich am Sonntagabend, so gegen 20 Uhr, wenn die ersten Hochrechnungen da sind, fragst, kann ich das schon eher sagen. Äh, weil die Abstände zwischen den Parteien so gering waren zuletzt, äh, dass zum Beispiel auch wesentlich davon abhängt oder... Einiges davon abhängt, wer als Erster durchs Ziel kommt. Schafft es die SPD tatsächlich, wie es zuletzt in den Meinungsumfragen der Fall war, oder gelingt es der Union doch noch, an der SPD vorbeizuziehen? Ich sage das deswegen, weil die FDP koaliert lieber mit der CDU-CSU, die Grünen lieber mit der SPD. Und beide könnten dann am Wahlabend darauf verweisen, dass, sie auf mit dem, dass der Wahlsieger doch ein Erstrecht hätte, in Verhandlungen einzutreten. Und das könnte dann eben jeweils dazu führen, dass entweder die CDU-CSU versucht, zusammen mit der FDP und den Grünen Jamaika als Koalition oder eben, dass die SPD versucht, die Ampel zu realisieren. Falls eine Linkskoalition möglich sein wird, also eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken, wird, wird sicherlich ein Teil der SPD darauf hinweisen, dass das durchaus eine Option ist, die man prüfen sollte. Und auch andere Konstellationen sind nicht vollständig auszuschließen. Ich will darauf hinweisen, wenn denn alles schief geht, also sagen wir, die SPD kommt als erstes durchs Ziel, die Koalitionsgespräche sowohl mit Linken als auch mit FDP kommen nicht zu einem erfolgreichen Ende, selbst dann je nach Mehrheitsverhältnissen wäre eine Minderheitskoalition erstmals nicht völlig ausgeschlossen, wenn gleich nicht, äh, nicht sehr wahrscheinlich. Also du siehst anhand dieser unterschiedlichen äh, Überlegungen, die ich gerade anstelle, dass sehr viel davon abhängt, wie am Ende wirklich das Wahlergebnis aussieht und dass wir erst dann äh, eine äh, Wahrscheinlichkeit äh, von Koalitionsmöglichkeiten wirklich konkret erörtern können. Also, am Wahlabend geht es dann erst richtig los, sozusagen. Was würdest du sagen? Es gibt ja noch eine Menge an, an unentschlossenen Wählern. Ähm, wärst du jetzt Kampagnenberater? Was würdest du den Parteien äh, jetzt noch raten, die letzten drei, vier Tage? Habt ihr noch ein Thema, was ihr hervorkramen könnt oder in, in Ruhe die Botschaften weiter kommunizieren? Wie kann man noch jetzt die Wähler ähm, aktivieren zugunsten der eigenen Richtung? Ja, ich denke, da ist nicht mehr jetzt viel möglich und machbar, weil man eine Strategieänderung jetzt nicht mehr viel bringt. Das heißt, ich erwarte eine Fortsetzung der, der Strategien, die wir zuletzt immer gesehen haben. Heißt, die SPD wird weiterhin auf den Kandidaten sehr stark setzen. Der steht ja sehr stark im Zentrum ihrer Kampagne. Die Grünen werden das Klimaschutzthema sehr stark in den Vordergrund stellen und werden sagen, dass es gerade mit Blick auf Klimaschutz und das ist immer ihr Kernargument, ja, die letzte Legislaturperiode ist. So behaupten Sie jedenfalls an der noch ein, 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 an, an, an dem wir noch mal umdrehen, umlenken könnten in die, aus Ihrer Sicht der grünen richtige Richtung. Die CDU wird versuchen, da ihr Kandidat nicht so richtig zieht, weiterhin das Negative Campaigning in der Hinsicht, dass tatsächlich die Linkskoalition, die unbeliebteste, unpopulärste ist, bei den Wählern darauf hinweisen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Also auch eine Art Richtungswahl, allerdings in anderer Hinsicht als die Grünen, nämlich eben weg von, dem, von der Stabilität Deutschlands hin zu einer instabilen, ökonomisch den Wohlstand aufs Spiel setzenden. Das wird also das Thema der, der Union sein. Und die FDP wird eben wie bisher auch noch mal klar machen, dass nur sie für wirtschafts- und finanzpolitische Solidität steht und dass sie der Garant für all das ist, dass sie aber auch gleichzeitig die richtigen Antworten hat mit Blick auf Klimaschutz und Klimawandel, indem sie eben marktkonforme Lösungen in den Vordergrund stellt. Das alles werden wir in den nächsten Tagen vermutlich so noch fortgeführt sehen. Und die, 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 die anderen Parteien werden eben auch ihre Strategien fortsetzen. Also die Linke wird den sozialen Ausgleich als die Sozialstaatspartei schlechthin und die AfD wird weiterhin eben die Themen die sie bisher auch gespielt hat, in den Vordergrund stellen. Das sind, also kurz vor Ende kannst du eine Strategie nicht mehr wechseln, wenn nicht ein neues Ereignis auftaucht. Und das ist mir, das wäre mir jetzt unbekannt, so hellseherische Fähigkeiten habe ich nicht, dass vielleicht noch ein neues Ereignis auftaucht. Du hast es eben ganz kurz gestriffen. Findest du, dass zwei Parteien, zumindest zwei Parteien, den falschen Kandidaten gewählt haben? Hättest du Habeck statt Baerbock und, und Söder statt Laschet empfohlen? wir wissen natürlich nicht, was der Wahlkampf aus den beiden gemacht hätte, also aus Söder und Habeck und ob sie nicht möglicherweise dann auch schärfer attackiert worden wären und eventuell auch unter die Räder gekommen wären. Das wäre, das ist das Spekulative an diesen Gedanken. Aber man kann sagen, stand der Dinge, dass Markus Söder auf jeden Fall auch mehr die, die Unionsseite gestärkt hätte, weil er mehr die Unionsseite anspricht und sogar eben dass die, also die Unionswähler und auch potenzielle Merkel-Wähler, und das sind im Moment die wichtigen Wähler, also diejenigen, die beim letzten Mal hauptsächlich Frau Merkel gewählt haben und nicht primär die Partei CDU, CSU, sondern eben die Kanzlerin. Und diese Wähler, die gehen im Moment sehr stark zu Scholz. Und das hatte Söder rechtzeitig erkannt, dass er sich an die Seite von Merkel stellen musste und hätte, glaube ich, diese Merkel-Wähler besser einfangen können. Und natürlich, klar ist Robert Habeck jemand, der schon aufgrund seiner rhetorischen Qualitäten, seiner, seines guten Storytellings und seiner nachdenklichen Art bei vielen Wählern ganz gut ankommt. Wie gesagt, wären sicherlich zwei Kandidaten gewesen. Und bei der Union glaube ich auf jeden Fall, dass Söder. Hier der geeignetere Kandidat gewesen wäre. Es war also eine Fehleinschätzung von denjenigen, Wolfgang Schäuble wird ja häufig genannt und Volker Bouffier, die gedacht hatten, dass auch Laschet das schaffen kann, in die Fußstapfen von Merkel zu treten. Aber die Bedenken, die Skepsis der Bevölkerung sind doch zu groß, dass Laschet das packt. Viele sind offenkundig der Auffassung, dass Laschet, dass diese Fußstapfen, dass, dass das Kanzleramt eine Nummer zu hoch ist für Armin Laschet. Mhm. Vielen Dank. Frage zum Abschluss an dich. 16 Jahre Merkel sind vorbei. Du als Politikwissenschaftler, ein kleines Tränchen im Auge oder startest du durch und denkst, endlich mal was Neues? Du konntest es auch nicht mehr sehen, weil es war einfach zu langweilig auf Dauer. Ja, man freut sich natürlich als Politikwissenschaftler immer, wenn, wenn man wieder was Neues zu analysieren hat, was Neues zu besprechen hat und was Neues diskutieren kann. Insofern ist das schon natürlich jetzt nach 16 Jahren und das ist auch für eine Demokratie, glaube ich, Vorteilhaft, wenn eine Bundeskanzlerin dann mal den Platz räumt und nach 16 Jahren mal ein anderer oder eine andere an ihre Stelle tritt. Also insgesamt denke ich, Frau Merkel hat sicherlich für die Bundesrepublik 16 Jahre zum, hat sie durchaus eine, eine, Passable Regierungsbilanz an vielen Stellen aufzuweisen. Aber sowohl für die, die Politikwissenschaft als auch für die Demokratie ist es gut, wenn es Veränderungen auch mal gibt. Und nach 16 Jahren ist es, glaube ich, dann auch ein Zeitpunkt, der jetzt richtig gewählt ist. Professor Uwe Jun, ich danke dir für die Zeit. Viele Grüße nach Trier und viel Spaß beim Stimmen auszählen. <laughs> vielen Dank, Söldke.